Ich sage Nein zur zweiten Gotthard-Rohr, weil eine Verdoppelung des Tunnels eine enorme Steigerung des Durchgangsverkehrs verursachen würde. Dies würde das Nutzen des epochalen Werkes Alttransit vernichten. Alttransit, eine an der UN-Umweltkonferenz in Paris mehrfach zitierte Initiative. Hunderte wissenschaftlicher Publikationen deuten auf den unbestrittenen Schaden der Umweltverschmutzung auf die Gesundheit. Wegen potenziellen Gesundheitsschaden hat der Staat Kalifornien in einem Gesetz verankert, dass Altersheime und Kindergärten mit einer obligatorischen Entfernung von Autobahnen gebaut werden müssen. Todesfälle im Tunnel sind grausam, aber die beste Vorbeugung solcher Unfälle liegt in der Verlegung des Lastwagenverkehrs von der Straße auf die Bahn. Die Umweltverschmutzung verursacht mehr Todesfälle und Krankheiten als die Todesfälle im Tunnel. Dies sind Krankheiten wie Asthma, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt und Hirnschlag. Bei diesen Krankheiten und Todesfällen ist der kausale Zusammenhang weniger auffällig, aber unbestritten. Die Schweizer haben dieses Risiko verstanden und möchten eine Zunahme der Umweltverschmutzung, die mit der Verdoppelung des Gotthardtunnels einhergehen würden, unbedingt vermeiden.